Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in Train Sim World. Wir sind mit der Class 37 unterwegs und müssen eine Class 375 abschleppen. Die wird dann general überholt. Ja, das hat es da unten auch schon im Text gesagt. Wetter ist irgendwie, ja, es geht so. Und ja, Sicht ist auch so durchschnittlich und jetzt kann ich endlich mal gehen. Super, danke. Wir müssen hier schon mal die Kupplung einmal heben. Söderle. Und dann machen wir mal unsere Lok hier bereit. Okay. Schön gemütlich. Dich machen wir an. Und dann hätte ich noch gern DSD-Trennschalter ein. Söderle. Einmal Hauptschlüssel. Einmal ganz nach vorne. Dankeschön. Einmal Lichter an. Instrumentenbeleuchtung hätte ich gern noch. A-Seite, B-Seite. Das ist aber nicht sehr viel. Wieso geht es nicht? Was ist da los? Das sind die Hecklichter. Ach so. Ich habe nochmal oben den Schalter gehabt. So, Bremsen einmal lösen. Und dann müssen wir noch die Weichen überprüfen. So, die ist schon mal falsch. Wir müssen da hinten rein. Dann werden wir auch die einmal kurz ändern. So, da la. Perfekt. Ja dann. Mal kleiner Pfiff. Und ab geht's. Den Sound einfach liebe. Es ist auch eine geile Lackierung, ne? Mit dem Adler. Rail Operations Group. So, mal nicht zu schnell. Und da hinten ist sie auch schon. Schauen wir mal, dass wir da nicht zu schnell ranfahren. Ein bisschen mehr bremsen hier. So, ich glaube, so passt es erstmal. Dann fahren wir mal, bis es einen Ruck gibt. Und dann noch einen Meter. Na, und klonk. Geil. Hat er mitgekriegt. Söderle, dann machen wir hier das mal wieder an. Einmal hier aus und hier bitte auf. Hallo, möchte ich auf aus haben. Jetzt. Einmal herunterfahren, du bist aus. Hier können wir mal alles wieder ausmachen. Moment, machen wir aus, aus, aus. Signalbeleuchtung aus. Und hier vorne, Frontscheinwerfer, machen wir auch aus. So, okay, dann. Du kommst wieder runter. So, schalten Sie die Fahrsteuerung für diesen. Ich hab doch abgestellt. Also die Fahrsteuerung für diesen Führerstand ab. Was bist denn du noch? Achso, Abschlüssel. Dankeschön. So, Lichter sind aus. Sehr gut. Wie schaut's bei dir aus mit den Hecklichter? Wenn die nicht ansehen. Wobei. Macht er die vielleicht jetzt über die Steuerung hinten mit an, wenn ich vorne die Hecklichter anmache? Mal kurz. Wobei, das hat, die sind schon erfrüht. Okay. Ich weiß nicht, der sieht ja eigentlich noch gut aus. Warum kriegt der jetzt ein Refurbishment?
weiß irgendwie so ein Use-Look besser. Zödeli. Einmal da rein. Tür zu. Kommst du dann nach oben? So, Hauptschlüssel ein. Vorwärts. DSD war ja an. Fallscheinwerfer ein. Und hier das ganze Geschmöl wieder. Ja, wieder oben muss ich mal aufstehen. So, Hecklichter brauchen wir nicht. Streckensignalbeleuchtung ein. Habe ich was übersehen? Gut, Bremse. Das sieht doch richtig aus. Na dann, kleiner Pfiff. Und ab geht's. Ne? Oh, los geht's. Ach so. Ich kämpfe doch gegen die Bremse. Moment, aber... Ah, die Weiche. Wir müssen... Ist natürlich sehr schlau, wenn man das während dem Fahren macht, ne? So, Safety System, ECU Operational. Ja, wird schon passen. Was mich nur einfach ein bisschen irritiert, ist, dass ABS die Bimmel nicht abgegangen ist. Naja. Machen wir halt ohne. Ja, gut. Für uns erstmal keine Ausfahrt. Aber Führerstandswechsel, Endhebel. Wieso magst du mich nicht? Das war ja schon, glaube ich, nach unten ein, ne? Ah. Okay, DPBS geht jetzt. Zugstoppüberbrückung. Da brauchen wir jetzt die Warnung hier drin. Stehe ich jetzt gerade nicht. Na gut. Nicht ganz so wie geplant, aber solange wir fahren können. Sehr schick. Wir haben sogar ein bisschen Verkehr. Aber für 8 Uhr morgens ein bisschen wenig los. Ja, da haben wir die Rush-Hour für den Pendelverkehr. Außer es ist Wochenende. Weiß man nicht. Und nochmal 15. Einmal Wechsel. Einmal nach links.
So, du bist da hinten nach wie vor rot, oder? Ja, perfekt. Ich denke, ich könnte das einfach die Tür aufmachen. Ach, cool. Der Tacho läuft da hinten mit. Nee, das Detail. Boah, endlich Gas geben. Ganze 60. Mal geschaut, ob wir die erreichen werden, ob wir dann wieder ausgebremst werden. Na, ich glaube, wir lassen das Fenster lieber zu. Das ist der Motor, vielleicht ist es wieder zu laut. So, Maximum Schmackes. Ja, mal Vollgas. Da holt er auf. Ah, ich liebe es. Sind zu viel. Mann, was ist das eigentlich mit dem ABS hier? Ich glaube, ich muss ja nochmal nachgucken. Oder habe ich nur irgendwo eine Sicherung übersehen? Ah, es ist isoliert. Ach man, ich hab den zweiten Hebel komplett vergessen. Oh, wir sind zu schnell. Wenn die BWS dann ist, sollte man vielleicht nicht zu schnell fahren. Sonst gibt es noch wieder Notbremse. Und 30. Geil, das habe ich aber voll übersehen. So, runter mit dir. Gott sei Dank bremst die gut. Mal schauen, ob ich eine Zwangsbremsung heute nochmal kassiere. Bei PCB irgendwie notorisch. Irgendwann passiert's. Ja, und für mich ist jetzt gerade ein Tag nach dem Fahrtag. War mal wieder witzig. Bis zu 17 Züge sind unterwegs gewesen. Inklusive noch ein Livestream vom Pufferknutscher. Ich glaube, ich hat den Leuten soweit gut gefallen. Die nächste Strecke werden wir dann wieder in der Gruppe planen. Könnt ihr natürlich auch mitplanen, wenn ihr wollt. Das machen wir dann auf Discord. Wird dann separat angekündigt und dann basteln wir was Schönes zusammen. Aber freue mich schon auf den nächsten. Und diesmal haben wir mit Störungen gespielt gehabt. War ziemlich witzig. Brauchten auch einmal einen Rettungszug. Ja, hat man definitiv ein paar Sachen machen, die auf PL1 so überhaupt nicht gehen würden. Also rein schon vom Legalen her, sagen wir es mal so, von den Vorschriften. Bin da mitunter auch ein Express gefahren, bestehend aus einer SM42, dann ein Personenwagen, in der Mitte war eine IN und dann nochmal ein Personenwagen. Und das alles so halbwegs in der gleichen Farbe, hat witzig ausgeschaut. Also so das Morgenlicht hier so vom Lichtdesign her sieht schon geil aus. Meilen pro Stunde, was machst du mit mir? Ja, ganz schön langsam. Mit der Lokbremse rein. Und hier nochmal 30, da hinten die 20.
Hätte ich eigentlich später machen können. Ciao. So, was machst du jetzt gleich mit uns? So, mach hier wieder rein. Ein Kaffee wäre jetzt nicht schlecht. Ach, ich habe ja einen Kaffee. Vorher gemacht. Gönne ich mir mal kurz ein Schlückchen. So ein Kaffee tut einfach immer gut. Ah, es geht nach rechts für uns. Alles klar. Ja, ich freue mich schon auf die neue Lockdown in TD2. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, und damit der dann ganz legal 160 fahren. Auf den Strecken, wo es halt geht. Denn eh nicht so viele. Aber eine artschnecke Diesel-Lok hätte ich halt immer noch gerne. Wenn man ein bisschen mehr die Dieselstrecken bedienen kann, aber das ist ja schon ein altes Thema. Mensch, also 15 ist halt schon ein bisschen arg langsam, oder? Weiß nicht, ich glaube, da hätte man schon ein bisschen schneller fahren können. Oha, da steht ein Highspeed Express. Ja, sorry fürs Aufhalten. So, komm, bremsen. Immer noch ab. Ich dachte gerade für einen Moment, da ist jemand auf den Gleisen. Aber war es jetzt nur der Magnet. Was irgendwie auch noch cool wäre, ist, wenn man sich so einen Zugverband komplett frei zusammenstellen könnte. Statt die vorgefertigten und dann irgendwie auf die Strecke los. Da wüsste ich schon, was ich machen würde. Oh, ein bisschen runter mit dir. Dankeschön. Ja, und jetzt auf den 70. Na, gehen wir mal auf die 8, würde ich sagen. Da hat er umgeschalten. Ja, was meinst du? Verträgst du schon 10? Ja, sieht gut aus. Ja, das fand er jetzt gerade nicht so geil. Ah, das muss er abkönnen. Wir könnten eigentlich immer ausmachen. Sieht man jetzt einfach gar nichts mehr. Ja, gut. Ist auch richtig eingestellt. Sichtweite im Tunnel, das ist echt irgendwie zero. Kann man nicht die Lichter gerade direkt auslassen. Ja, ein bisschen einen Unterschied macht es, aber kann hilfreichen. Was? Nein. Mach die Beleuchtung wieder an. Dankeschön. Und rein in die nächsten.
So eine Abschreibaktion wäre schon mit der Class 40 interessant gewesen. Aber ich glaube, die gab es nie mit diesem Kupplungsadapter. Dafür ging die zu früh außer Dienst. Aber ich glaube, in voller Abschleppung mit einer Class 40, wenn es unbedingt sein muss, hätte man vermutlich wie so einen Kupplungswagen dazwischen gestellt. Dann hätten wir unsere Reisegeschwindigkeit. Da waren gerade ein bisschen viele Leute auf der Brücke, habt ihr das gesehen? Als würde da gerade initial irgendwie gespawnt werden. Oha, ich glaube vor uns fährt da was. Da war mal das Signal ganz kurz gelb. So, alles frei hier. Nichts in der Abstellung. Tschau die Hose. Und wir gehen auf Stufe 5. Weil das ist, glaube ich, eher für Güter hier. Ja. Trotzdem so leer hier. Ah, wobei, da fährt sogar was. So, komm mal. Ne, 66. Ist eigentlich nur krass, wie erfolgreich die 66 noch geworden ist. Also auch international. Was ich einfach vom Aussehen her wirklich nicht schön finde. Da gibt es irgendwie geilere Designs. Ich glaube, ich muss mir mal einen Hebel für die Hupe mal anschauen. Zumindest für niedrig geht der Kontakt immer so richtig. Ich probiere es jetzt gerade nochmal. Südli. Einmal runter bitte mit der Leistung. Da ist das Täfelchen. Erste Anwendung erstmal. Wunderbar. Oha, da ging jetzt gerade AWS. Warum? Ach so, wegen dem. Nochmal langsamer. Südlich, ich glaube, ich reicht erstmal. Warum 30? Enge Kurve. Oder Bahnsteig. Boah, hier waren sie aber auch nicht sparsam mit den Brücken. War ja 100 Meter eine. Kann man machen.
War das sogar eine kleine, der einen Baum reinwächst? Das muss so. Das sieht irgendwie auch nicht gesund aus. Naja, gut, das kann man da durchgehen lassen. Ah, doch. Und dem passenden Bahnhof noch dazu. Na, inklusive Kopfgleis. Sieht aber so aus, als ob es hier noch ein bisschen mehr gehabt hätte, eisenbahntechnisch. Oder? Doch, wäre schon möglich gewesen, dass man dann hier mit so einem Fächer rein ist. So, da Green Hitte vor Blue Water. Bahnsteig 1, 3,6 Meilen. Können wir da Gas geben hier? Einmal 70. Oder auch nicht. Da hinten wieder 60. Da kann man ja irgendwie gleich 60 lassen. Wenn man da den 1,3 Meilen dann eh wieder 60 fahren muss. Naja, oder auch keine 60 mehr. Dann ist das gerade irgendwie verschwunden. Ich bin aber schon auch irgendwie komisches Eigenleben. So, Maximum Schmackes. So, ich brauche ja noch mein Screenshot. Bitte. Klatschen wir jetzt keinen. Ich würde mal sagen so. Ja. Es hat jetzt geil ausgeschaut, wie da die Welle durch den Zug durchgegangen ist. Mit dem kleinen Hüpfer da. Oh, was haben wir da? Geht's dahin? Da geht's nach links weg. Alles klar. Ach, daher die 60. Da vermutlich der Highspeed da hinten hingefahren ist, damit er in den Tunnel reinfahren kann. Was ist eigentlich streckentechnisch jetzt hier? Der fährt dann hier so in den Tunnel rein. Also die Strecke haben sie ja mittlerweile schon interessanter gemacht, hier mit der Extension. Der fährt dann hier rauf, Tunnel, wieder dahin. Aber könnte trotzdem ein bisschen länger sein. Ich glaube, das war sogar die einzige Strecke, wo sie eine Extension gemacht haben, oder? Ich bin mir nicht sicher, aber ich meinte ja. Das wäre eigentlich auch ein Konzept, wie sie Strecken machen könnten. Ich meine, wenn das eh viel Arbeit ist und deswegen die Strecken zu kurz sind, kann man sagen, okay, die Strecke kommt in mehreren Teilen. Dafür ist sie dann halt irgendwie günstiger oder so. Also okay, Phase 1, das ist dann so und so, bis da 30 Kilometer. Da kommt Phase 2, dann nochmal irgendwie 30 Kilometer dazu. Und wenn man das dann so ein bisschen addiert, hat man dann halt zum Schluss halt eine richtig schöne lange Strecke, wo man dann auch mal ein bisschen unterwegs ist. Wäre schon eine Option. Kann man natürlich auch ein bisschen Voting basiert machen, dass man sagt, okay, die Strecken haben wir, welche Strecken sollte man denn länger machen? Und je nachdem, was irgendwie am meisten Votes kriegt, das wird dann halt gemacht. Und andererseits, klar, kann man initial sagen, macht das jetzt von Anfang an gleich mal richtig. Aber das wäre jetzt einfach nur so ein Approach, was man halt alternativ machen könnte.
Naja, lass mal rollen. Geht der bergab. Sparen wir ein bisschen Diesel. Ist eh auch teuer. Und Leute, könnt ihr mal hinter der Linie gehen? Das ist furchtbar. Ein bisschen lebensmüde hier. Eine Meule noch. Wo ist das Schildchen dafür? Ja, ich glaube da hinten. Nach dem Bahnsteig. Jo. Geht sich ja ganz locker aus hier. So, gut ist. Boah, so geil mit der Sonne. Gehen wir mal hier mal ein bisschen nach oben. Schon ein größeres Städtchen hier. Wir gehen mal wieder auf die 5. Wir jetzt allzu langsam werden. Jö, 40 und gelb. Du gehst ja nicht an, ne? Nee. Einmal 40. So, Dartford Bahnsteig 1 anhalten. Wird das unser endgültiges Ziel sein oder dürfen wir das Ding nur irgendwo abstellen? Also Gleise hätte es ja zum Abstellen. Südli. Nächstes Signal ist rot. Oh, scheiße, 20. Oh, 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 bremsen, 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 bremsen. TPWS, du, bitte gerade Zwangsbremsung, bitte gerade Zwangsbremsung. Oh, danke schön. Ah, jetzt kommt da sogar noch 10. Mein Kollegen. So, dann halt mal an. So, an einem Ort in Dartford einwärts Nebengleis. Wo ist das? Nein, das wollte ich jetzt nicht spielen. Also, wir sind da. Wir müssen da rein. Okay. Ja, dann würde ich sagen, tun wir mal so, als hätte man einen Kollegen, der hier drin ist. Warte mal, kann ich. Komm, lass mich. Ah, lass mich nicht rein. Ja, dann ungefähr so. So, warum geht der Richtungswender nicht? Was ist da los? Ach so, weil du noch nicht ganz aus bist. Rückwärts. Ja, so. Today, Abfahrt.
Also von der Distanz hört man sie echt noch gut. Ist schon nicht leise, die 37. Aber so eigentlich, wenn sie jetzt nicht gerade defekt wäre, hätte sie auch selber dahin fahren können. So. So, ich würde sagen, das passt jetzt erstmal so. Perfekt. Und abkuppeln. Ja, das machen wir. Moment, darfst du jetzt nochmal Gas geben? Ja. Bitte nicht. Ja, ist frei. So. Hallo, abkuppeln. Hallo, 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 hallo. Geh doch. Nice. Großartige Arbeit bei diesem Umlauf. Ein anderer Zug übernimmt den 375 North nach... Ach, warum denn? Also ich wäre schon noch weitergefahren. Na gut. War ein kurzes, aber nettes Abenteuer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Und wenn ihr ganz wild seid, dann werdet ihr sogar kein Mitglied. Bis dahin, weiterhin eine gute Fahrt. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.